Heute gibt es Lesestunde wieder. Und zwar, wir lesen den gleichen Roman wie letztes Mal. Nämlich diesen wunderschönen Roman, ne, von Elizabeth Chadwick, Das Herz des Feindes. Und ich hoffe, die Tonlage ist etwas besser. Müsst ihr sehen im Schnittprogramm. Aber wir lesen jetzt. Wie macht er? Sie saßen an dem langen Tisch in der Halle. Osric spießte eine Hühnerkeule auf die Spitze seines Messers und unterhielt die anderen mit einer angeberischen Geschichte seiner Taten bei den freien Engländern, als der Angriff der Normannen sie an diesem Sommertag traf wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Soeben hatte Christen noch einen Diener angewiesen, die Liulfs Becher nachzufüllen, als die Männer auf einen entsetzlichen Warnschrei hin aufsprangen und eine goldene Pfütze Ehl sich über den Tisch und Christens Rock ergoss. Liulf erhob sich und drehte sich ungelenk zur Wand, um seine Streitaxt herunterzureißen, schob sich schützend vor Christen und brüllte seinen verwirrten Erfolgsleuten Befehle zu. Es kam ihnen vor, als hätten sie es mit Hunderten von Gegnern zu tun, obwohl Christen später erfuhr, dass es sich lediglich um 20 gehandelt hatte. Nichtsdestotrotz reichten sie aus, um eine kleine englische Gemeinschaft zu überwältigen, die ihre besten Krieger im Norden beim Kampf gegen Hardrada verloren hatte. Osric war weder ein Märtyrer noch all seine Prahlerei zum Trotz aus dem Holz geschnitzt, aus dem großen Anführer und Helden gemacht waren. Als die Normannen in die Halle strömten, sprang er über den Tisch, riss einen brennenden Scheit aus der Feuerstelle und setzte die Binsen, die in den Boden bedeckten, in Brand. Als aus den kleinen Flammen Rauch und Gestank aufstiegen, rannte er zum Fenster zum Rand des erhöhten Podestes und kletterte durch die Öffnung. Seine sogenannte Kriegertruppe folgte seinem Beispiel. Christen zog hustend und ihr Schleier Christen zog hustend ihren Schleier vor Nase und Mund. Geh hinaus ins Freie, rief Leof. Liulf hierzu. Lauf in den Wald und versteck dich, bis ich komme, um dich zu holen. Ich lasse dich nicht allein, erwiderte sie entschlossen. Dann hustet sie so heftig in das Leinen, dass sie würgte und ihn nur noch durch einen beißenden, verschwommenen Vorhang sehen konnte. Für Widerworte ist keine Zeit. Tu, was ich dir sage, befahl er und versetzte ihr einen derben Stoß. Christen stolperte über Kleid, richtete sie auf, taumelte mit brennenden Augen durch die Halle und über die Gestalten in Rüstungen, die Osric dürftige Speere aus Rauch und Feuer durchbrachen. Floh. In ihre Schlafkammer ergriff Christen durch ihren Umhang, stopfte ihren Schmuck in einen Stoffbeutel und rannte zum Fenster. Sie zuckte mit einem Aufschrei zurück, als sich ein normannischer Soldat rittlings auf das Fensterbrett schwang und mit erhobenem Schwert, in dessen Klinge sich das Licht fing, in den Raum sprang. Draußen schrie jemand auf Englisch und erhielt eine Antwort in normannisch und Französisch, das sie nicht verstand. Voller Entsetzen wich sie vor den Mann zurück.
Der Normanne hingegen kam mit erwartungsvoll geöffneten Lippen näher. Christen schleuderte den Stoffbeutel nach ihm, den er lachend auffing, aber entsetzt herumfuhr, als Theodulf in den Raum hinkte. Die Klinge seiner Axt war leuchtend tot verfärbt, dunkle Rinnsale rannen am Stiel hinunter und besudelten seine Hände. Vor Wut brüllend stürzte er sich auf den Normannen und kämpfte in der Hitze und Verzweiflung des Augenblicks wieder so, wie er es bei Stamford getan hatte. Christen spürte, wie er etwas Heißes auf ihr Gesicht spritzte, bevor ihr Angreifer mit zerfetzten Kiefern vor ihren Füßen zusammenbrach. Sie schrie auf und rannte zu Leodulf. Hielt sie in einen Herzschlag lang fest, bevor er sie herumdrehte, zum Fenster schob und kurz innehielt, um ihre Juwelen aus der noch immer zuckenden Hand seines Opfers zu reißen und die Schnur des Beutels an ihren Gürtel zu befestigen. »Wir sind verraten worden«, keuchte ihr Mann. »Gerd, der Schmied, der ist zu den Normannen gelaufen, hat ihnen berichtet, dass wir Rebellen beherbergen und ihnen die Tore geöffnet.« Er hob sie hoch, zog die Kraft aus seiner Verzweiflung und seine Finger gruben sich schmerzhaft in ihre Hüften. Christen brauchte nicht zu fragen, warum der Schmied zu den Aggressoren gegangen war. Sie waren momentan diejenigen, die mit den guten Pferden und allen Rechten, und sie zahlten mit hartem Silber für Informationen. Leider hegte Gerd einen Groll gegen ihren Mann. Seit Leodulf, der ihn archetike Befehle erteilen durfte, ihm im letzten Monat wegen einer Schlägerei im besoffenen Zustand eine Strafe auferlegt hatte. »Wir treffen uns bei den 100 Eichen«, sagte Leodulf, als sie das Fenster breit zu fassen bekam. Wenn ich nicht komme, gehe ich zu den Nonnenkloster.« Christin schrie eine Warnung und Leodulf wirbelte herum. Seine Axt beschrieb einen glitzernden Bogen. Der Normanne heulte auf, als die Klinge seinen Schild durchschnitt, als stöhnte er aus Butter und ihm das Bein bis auf den Knochen aufschlitzte. Vergeblich versuchte Leodulf erneut zuzuschlagen, doch sein verletztes Bein gab unter ihm nach und ein zweiter Normanne nutzte die Gelegenheit und rammte Leodulf sein Schwert so brutal in die Seite, dass sie es sich tief in sein Fleisch fraß. Leodulf, der seine Axt noch immer umklammerte, starrte ungläubig auf das Blut, das seine Tunika durchtränkte. Er drehte sich zum Fenster um zu Christen, aber aus seinem Mund drangen keine Worte, sondern nichts als ein Blutschwall. Der Normanne blieb noch einmal auf ihn ein, sodass er in sich zusammensank. Gleichzeitig schwang Christen ein Bein über das Fensterbrett und ließ sich in die Tiefe fallen. Der Aufprall verschlug ihr den Atem und jagte einen senkenden Schmerz durch ihre Knöchel und Knie. Dabei war sie zum Glück nicht verletzt. Vor Angst und Schock schluchzend blickte sie sich um. Ihre Finger krallten sich fest um die Schnur des Juwelenbeutels. Die Halle brannte lichterloh, da das Holz in den langen Sommertagen trocken wie Zunder geworden war, und die Normannen unternahmen nichts, um die Flammen zu ersticken. Sie sah die auf dem Boden verstreuten Leichen von Leodulfs Männern und die der männlichen Dienerschaft, die bei dem Versuch zu fliehen niedergestreckt worden waren.
und andere, die um ihr Leben rannten und trotzdem gefangen und abgeschlachtet wurden. Sie konnten nichts tun für ihre Leute. Es gab keine Fluchtmöglichkeit. Da war nichts als Feuer und Blut, begleitet von grölenden, triumphierenden Stimmen, die auf Französisch jubelten. Uniwulf war tot. Ein Reitertrupp passierte die offenen Tore und donnerten über das Gelände direkt auf sie zu. Der Hengst der Spitze war so schnell bei ihr, dass sie von seiner breiten, gescheckten Schulter, ist das nicht gestreckte, gescheckten Schultern umgestoßen wurde, wie die Strohpuppe eines Kindes. Sie lag einige Meter entfernt, kaum bei Bewusstsein und mit dem Gesicht nach unten im Schmutz. Trotz ihrer Benommenheit nahmen sie das Prasseln der Flammen und das Vibrieren von Hufschlägen unter ihren Wangen wahr. Ebenso die Schreie und die flehenden Bitten, das Triumphgebrüll und das Scharren Vogelgelächter. Sorry. Sie lag ganz still da, wagte nicht, sich zu rühren und betete zu Gott und der heiligen Jungfrau um Erbarmen und Beistand gegen diese Diener der Hölle. Wachposten hatten die Tore sicher gesichert und weitere Normannen ritten nunmehr disabliert auf ihren stämmigen Schlacht auf das Anwesen. Sie sah zu, wie sie abstiegen und wusste, dass es keinen Ausweg gab. Selbst wenn das Töten zu Ende war, wie es schien, was sollte sie bloß tun? Vor ihrem geistigen Auge sah sie immer noch die Bilder vor sich, wie Leodulf niedergemetzelt wurde. Den Schwertstoß, den Ausdruck auf seinem Gesicht in dem Moment, als er starb. In der Nähe stritten sich zwei Normannen. Einen erkannte sie als den Mann, der Leoulf getötet hatte. Er war hochgewachsen und dünn, hatte ein ausgeprägtes Kinn und gestikulierte wütend mit geballter Faust. Seine Stimme war ein harsches Schnarchen, sein Gegner stand regungslos da und hob die Stimme nie über ein bestimmtes Maß hinaus, wenngleich er genauso entschlossen war, seinen Willen durchzusetzen als der andere. Christenverstand, ein wenig nochmal. Christenverstand, ein wenig französisch, da ihr Vater in friedlicheren Zeiten mit normannischen und anglischen Weinhändlern Geschäft gemacht hatte. Er hatte sogar eine Zeit lang erwogen, sie mit einem von ihnen zu verheiraten. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch, als ihr Vater gestorben war und König Edward sie Leo gegeben hatte. Ja, ihr wart zuerst hier, sagte er eher ruhiger Mann, in dieser Stimme unüberhörbar Abscheu mit Schwank. Für das hier gab es eigentlich keinen Anlass. Die Leute haben Rebellen Zuflucht gewährt, wie ihr sehr wohl wisst. Der alte Mann hat Sir Everard mit einer Streitaxt getötet. Und ihr sagt, es gab keinen Anlass. Geschenkt, da ich Everard den Nanntesten kannte, würde ich sagen, der englische Lord hatte mehr als einen guten Grund. Der kampfeslustige Normanne griff nach seinem Schwert, während die Hand des ruhigen Soldaten vorschoss, um sich um die halbgezogene Waffe zu schließen. Das wäre äußerst unklug. Meine Männer würden keine Sekunde zögern, dich zu töten. Und ich kann mich auf sie sehr verlassen, als du dich je auf deine verlassen könntest. Ich übernehme hier das Kommando. Die Augen des Mannes flackerten. Ich werde mich deswegen in den Earl of
Erfurt, wenn, drohte er und riss sein Handgelenk los. Er hat befohlen, diesen Ort einzunehmen und wie üblich damit zu verfahren. In dieser Sache ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, Lekalois. Wende dich von mir aus an den Papst persönlich. Nur verschwinde jetzt von hier, solange du noch über das notwendige Rüstzeug verfügst, um zu laufen und Söhne zu zeugen. Wenn Sir Everard nicht tot wäre, der adlige Soldat mit Weisungsbefugnissen wandte sich zu seinem Pferd und schob den Fuß in den Steigbügel. Wenn das so wäre, würde ich ihn eigenhändig umbringen. Das ist ein Versprechen. Christen sah seine Gruppe von Normannen fortstreiten. Sie hatten ein paar Packpferde mit den Leichen von 5 Gefährten ihres Bruders bei sich, die wie erlegte Hirsche über die Sättel geworfen worden waren. Vermutlich als Beweis, um von Earl of Hereford eine Belohnung zu fordern. Der zurückbleibende normannische Anführer verfolgte den Rückzug mit zusammengekniffenen Augen und in die Hüften gestemmten Händen, und Christen sah, wie er etwas von sich hin murmelte. Was soll mit diesen beiden passieren, Sir? Oder Sire? Ein Soldat zwang vor dem Normannen 2 gefesselte Gefangene mit einem Fußtritt auf die Knie. Und Christen erkannte voller Entsetzen, dass es sich um Osric und seinen engsten Kameraden Jurga handelte. Hängt sie, erwiderte der Ritter verächtlich. Sie verdienen es nicht anders. Nein, entfuhr es Christen. Sie sprang auf, jeglicher Selbsterhaltungstrieb war verflogen. Sie lief los, um sich mit ausgebreiteten Armen vor den gefesselten Männern aufzubauen. Aber bei ihr beim Sprung aus dem Fenster verstauchter Knöchel gab nach, und sie fiel dem Normannen vor die Füße. Im Namen unseres Erlösers habt Erbarmen, ich flehe euch an. Er betrachtete sie, es war schwer in seinem Gesicht zu lesen, weil die Nasenschiene seines Helms die Feinheiten verbarg. Warum sollte ich das tun? Wollte er wissen. Osric ist mein Bruder. Christen schluckte und versuchte mit fester Stimme zu sprechen. Er ist das Einzige an Familie, was mir geblieben ist. Ihr habt meinen Mann getötet, der hier der Lord war. Und mein Heim brennt. Ich habe schon so viel verloren. Wisst ihr, was er und seine Kriegertruppe gestern einem meiner Dorfbewohner angetan haben? Erkundigte er sich mit harter Stimme. Sie lernen von normannischem Beispiel, gab Christen spontan zurück und verführte eine Geste, die das verwüstete Gelände umfasste. Die Halle brannte immer noch, deshalb hatten Soldaten eine Eimerkette gebildet, die vom Brunnen zum Gebäude führte. Und in dieser Kette hatten sie sich auch die überlebenden Bewohner von Azutike eingegliedert. Das mag sein, bloß bezweifelte ich manchmal, dass sie Anleitungen benötigen. Er nickte einem Soldaten, der seine Aufmerksamkeit auf sich lenkte, zu und machte Anstalten, sich abzuwenden. Bitte euch, wenn ihr einen Funken Mitgefühl in eurer Seele habt, verschont ihn. Er maß sie mit einem harten Blick. Ich bin nicht sicher, ob das der Fall ist. Sire, ich habe gehört, wie ihr zu dem anderen Mann gesagt habt, es gebe keinen Anlass für dies hier, und ich dachte, ihr hättet vielleicht mehr christliches Mitgefühl. Bitte.
Sie biss sich auf die Lippe. Ich werde dafür sorgen, dass ihr dafür entschädigt werdet. Seine Lippen verzogen sich vor Widerwillen. Ich glaube nicht, dass euer Bruder eine solche Entschädigung wert ist, sagte er. Dennoch werde ich über das nachdenken, was ihr gesagt habt, und gebe euch den Rat, keinerlei Mutmaßungen über mich anzustellen, sei es bezüglich christlicher Anstands oder wie offen ich für Angebote bin. Ihr könntet euch leicht irren. Er bückte sich, zog sie auf die Füße, nickte ihr knapp zu und ging mit raschen, geschmeidigen Schritten zu seinen Männern hinüber. Kristen musterte das rußverschmierte Gesicht und das zugeschwollene blaue Auge ihres Bruders und empfand eine Mischung aus Mitleid und Feindseligkeit. Warum hast du seine Ländereien ausgeplündert? Osricks haselnussbraunen Augen weiteten sich vor Verwunderung. Er ist ein Normanne. Was für einen anderen Grund brauche ich bitte? Sie blickte über ihre Schulter hinweg zu den Hallen hinüber, die trotz der Eimerkette immer noch brannte, und dachte an den Hass und an die Hämme, die den Überfall begleitet hatten. Sie bildeten zwei Seiten derselben Münze. Du solltest dir schnell einen Grund einfallen lassen, oder du wirst hängen. Du hast all das über uns gebracht. Denk einmal darüber nach. Ohne ihm die Gelegenheit zu einer Antwort zu geben, ging sie davon, um dabei zu helfen, die Toten aufzubahren und die Verwundeten zu versorgen. Osric und sein Freund wurden in die Eimerkette eingereiht und unter den wachsamen Augen eines mürrischen Wachposten zum Arbeiten angetrieben. So, ich mache jetzt hier mal Schluss. Ich hoffe, euch gefällt es euch weiter, das Buch. Ich muss jetzt öfters mal den Speicher wieder leer machen, irgendwie. Aber ich muss immer wieder mal gucken, wie das jetzt mir klappt mit meiner Kamera. Seid nicht traurig. Nächsten Sonntag geht's weiter. Und ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr es fandet und ob ich weitermachen soll. Ne? Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.